didn't even get to run. Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Wir haben hier, ich würde jetzt mal behaupten, A-Böller von der Größe her. Vielleicht auch B-Böller. Also sie sind wirklich ziemlich lang. C-Böller, naja. Ich sage jetzt einfach mal, das sind die super 10 Stucks. Die habe ich auch wieder von Pyroland bestellt. Ich glaube, die Packung war auch nicht teuer, vielleicht 1 Euro oder sowas. Also trotzdem haben wir hier eine NEM von 1,5 Gramm. An sich ist die Verarbeitung sehr gut für rote Pestböller, da kann man nichts sagen. Es ist alles lesbar, die Schrift ist sehr gut bedruckt. Hier hinten steht zwar ein bisschen was ab. Aber da ist sehr viel Luft drin. Ich weiß auch nicht, also man kann kaum reinsehen. Also ich denke mal, das wird ein Pyrocracker sein in einer langen Röhre. Und deswegen jetzt hier an der Stelle schon mal von mir keine Kaufempfehlung, denn auch für 1 Euro sind 10 Stück relativ blödsinnig, da wir ja auch noch Schinkenware zur Verfügung haben. Klar, die kostet dann ein bisschen mehr, aber da habt ihr mehr von. Und hier fällt extra nochmal für 10 Böller nochmal so ein Pappkarton an, was natürlich auch nicht Sinn der Sache ist. Aber wir testen sie trotzdem draußen mal und schauen uns die mal an. Also bis gleich draußen zur Zündung. Das ist immer noch die P1. Das ist Superböller 1. P1, ja. Die haben jetzt hier noch auf dem Zünder, alles Dreieck. So, die kleinen Super-Verarsche-Dinger. Im Vergleich zu dem P1 waren jetzt süß. Ja, also mein Fazit, nicht lauter wie ein A-Böller, kann man machen, muss man nicht, also von daher, macht's gut Freunde, bis zum nächsten Video.